Herzlich willkommen bei den Tanker News. Ihr konntet endlich mal wieder was gewinnen, und zwar eine von diesen beiden wunderbaren Vinyl-Tassen, passend zum neuen Album Halvor. Und gewonnen haben zum einen Sani Hell Drachenfeuer und als zweites noch Carsten Jugel. Carsten und Sani, wir melden uns bei euch und ihr bekommt einen von den wunderbaren Tassen. Ich würde empfehlen, besorgt euch das großartige Album dazu. Außerdem, ja, fallt ruhig um. Außerdem haben wir heute neu am Start Kensington Road mit Ghost Mountain. Großartige Rockmusik und gibt ein richtig geiles animiertes Video dazu. Schaut euch das unbedingt an. Auch ein großartiges Album und großartiges Video. Der Teufel nimmt nur Bares von Micha Schüter. Folkig, Singer-Songwriter, ein bisschen punkige Attitüde. Außerdem auch Singer-Songwriter Joe Bennick mit seiner ersten Single zum Album Last Dance. Und auch Singer-Songwriter, vier Singer-Songwriter heute. Tobias Ebert mit seiner Keiner-EP. Ganz wunderbare Popmusik gibt's bei Dirk Büdeker mit Wegbegleiter. Jessig wird's bei Roditi, Ignacek und Rassenfosse mit Passion. Ein Doppel-Live-Album. Außerdem Jessig, was nun mit ihrer ersten Single Theorien? Etwas Kindermusik mit Bla 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 von Kids Rock, aber erstmal nur die Single, Album gibt's die Tage. Eine weitere Single von Plastic Mass, Punkrock mit I'm Sorry. Dann direkt der Doppelschlag von Frankie Fontide, Mit Dir, das neue Album und Du bist der Grund, ein altes Album, endlich wieder erhältlich. So deutsche Rock- und Popmusik. Letzter Tag von Laminius X, großartiger Punkrock und Alternative Rock. Pop von John Stumpf mit Gravity. Wiederum Punkrock von den abstürzenden Brieftauben mit Tanzen. Und außerdem, endlich wieder digital erhältlich, Roman Vreden mit Willow Tree und Wayfarers. Also richtig viel für euch zu tun, ganz viel Musik zum Hören. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier. Bis dann, euer Daniel.